Leute, ihr habt richtig gehört, das hier ist offiziell das neue Headquarter von der Firma Konterholz. Hier drin wird einiges noch passieren. Hier drin ist auch schon viel passiert. Und mit diesem Video hier will ich das Ganze offiziell beginnen. Das hier ist das allererste Video richtig hier aus der neuen Werkstatt. Ich werde euch also eine Tour geben. Bleibt unbedingt am Video dran. Ich werde euch die einzelnen Etagen, die einzelnen Ecken aus dieser neuen Halle zeigen und werde euch hier ganz, ganz viel Input geben. Vielen lieben Dank auch an die Helfer, die gekommen sind. Das wäre ohne euch tatsächlich nicht möglich gewesen. Speziell geht hier ein riesen Dankeschön natürlich an meinen Vater und an den Philipp raus. Mein Vater hat den LKW quasi organisiert, mit dem er das hier alles transportieren konnte. Und der Philipp ist mit seinem Avant gekommen. Das ist so ein Lader, den ihr auch in dem Video vielleicht kurz gesehen habt. Mit dem konnten wir halt eben die Maschinen sehr, sehr einfach und schnell transportieren. Der ganze Scheiß, auf gut Deutsch, der hier drin steht, das waren ungefähr 10 LKWs voll. 10 LKWs voll mit Maschinen, mit Zeug. Und ich kann euch nicht sagen, wo das alles gestanden hat, weil hier die Halle ist schon 100 Quadratmeter größer. Und da kommen wir zur ersten Tatsache, zu dieser Werkstatt. Was haben wir hier? Außer ganz vielen Fenstern. Ich liebe Fenster. Es ist so geil, in einem Raum stehen zu können, ohne Licht anzuhaben. Und es ist hell. Mega, mega geil. Hier diese Werkstatt hat zwei wesentliche Räume. Das ist einmal hier dieser Raum, der hat ungefähr 200 Quadratmeter und einen Aufenthaltsraum inklusive zwei Toiletten, also Stehpissoir und normales Sitzklo und eine Dusche. Da kommt auch die Küche rein, werde ich euch gleich alles einmal zeigen. Und dann haben wir hier noch einen Raum, der mit dieser Tür hier abgetrennt wird. Das heißt, das hier ist die Schreinerei und das da ist das Lager. Aber nicht nur Lager, sondern Metallwerkstatt. Büroflächen, Fulfillment-Fläche und noch ein bisschen Zeug. Einige werden jetzt schon was sagen, Philipp, so viele Fenster sind doch kacke zum Filmen. Das stimmt in Anführungszeichen, weil hier drin das Licht nicht so optimal ist. Das ist wirklich gut, das Licht tatsächlich, ich mach's mal an. Aber zum Filmen ist das natürlich nix. Hier drin wird auch normalerweise nicht viel gefilmt. Natürlich habe ich in der Holzwerkstatt eine entsprechende Beleuchtung nur eingerichtet. Da werde ich euch gleich noch ein paar Szenen auch zeigen, als wir das Ganze installiert haben. Und natürlich sind die Lampen auch dieses Mal wieder von der Firma Luxlight. Die beste Beleuchtung für Wohnzimmer, für Arbeitsräume, für die Werkstatt generell. Mega, mega geiles Licht, werdet ihr aber auch später dann sehen. Denn das Licht ist so hell, dass das Gegenlicht hier gar nicht mal mehr so eine große Rolle ist, denn im Raum ist es einfach heller als das Licht, was reinfällt. Wir haben hier ein Tor und wir haben da ein Tor. Da ist das zweite Tor. Das ist der Nebeneingang. Das andere Tor ist etwas größer. Da kann ich sogar mit meinem kleinen Sprinter, das ist ein Peugeot Boxer, also so ein kleiner Kastenwagen, da kann ich hier sogar rückwärts reinfahren. Generell, Leute, alles wird hier noch ein bisschen umgeräumt, alles wird noch aufgeräumt. Jetzt haben wir erstmal alles in Regale reingepackt, damit halt eben erstmal der Boden wieder frei ist, weil ihr glaubt, das ist einfach so viel Zeug. Das ist fast unmöglich, das jetzt alles schon organisiert einzuräumen. Bis auf die Schreinerei, da geht es halt eben jetzt schon. Ihr seht, da hinten ist die Brikettpresse. Das wird nämlich der zukünftige Brikettpressenecken. Da habe ich so ein paar Dinge vor, dass man rückwärts mit einem sehr, sehr großen Anhänger reinfahren kann und dann halt eben auch wirklich einige Mengen an Briketts produzieren kann. Nur mal hier so eine kleine, das sind generell jetzt so ein paar Punkte, die ich mir vorgestellt habe, was hier in der Werkstatt passieren wird. Das heißt, da ist der Brikettpressenecken. Hier seht ihr meine großen Regale aus dem ehemaligen Lager in der alten Werkstatt. Hier sehen sie noch viel größer aus. Da lagert einfach derzeit so ein bisschen Zeug drin. Eine coole Nebeninfo, ihr seht, hier steht mein Rennrad. Die Location von der Werkstatt hier, die ist so ideal, dass ich hier super gut mit dem Fahrrad auch hinfahren kann. Das ist auch so generell das, was ich immer wollte. Ich kann mir die Zeit selbst einteilen. Also ich darf von morgens früh bis abends spät arbeiten. Also selbst eingeteilt, wir hatten den Joke verstanden. Auf jeden Fall kann ich hier morgens mit dem Fahrrad hinfahren, weil die Strecke an der Saar sehr, sehr lange vorbeigeht. Das heißt, ich kann morgens ein bisschen Sport machen. Tut natürlich auch gut. Macht Spaß, man kann ein bisschen Geld sparen, weil man dann keinen Sprit kaufen muss. Und es ist halt viel, viel geiler, ne? Für diejenigen, die sich jetzt fragen, habe ich hier Aufenthaltsräume? Ja, da habe ich auch eine Dusche. Wir gehen doch mal einmal kurz rein. Das sind hier die Räumlichkeiten. Auf der Halle ist Photovoltaik, richtig viel Strom. Leider kann ich den Strom nicht benutzen. Der wird eingespeist. Das hier ist die Küche, der Aufenthaltsraum, die Toilettengelegenheiten. Das heißt, hier sind zwei Toiletten und da ist einmal eine kleine Dusche. Eine feine Sache. Ich suche einen neuen Besitzer für hier diese wunderschöne Furnierkreissäge. Die habe ich hier mit der Werkstatt übernommen. Habe jetzt aber doch gemerkt, dass ich, Alter, wer hätte es gedacht, nicht genug Platz dafür habe. Weil das Raumkonzept ist ein bisschen anders geworden, als ich es eigentlich geplant habe. Deswegen wird die hier halt eben nicht mehr frisch gemacht. Und diese Furnierkreissäge sucht einen neuen Besitzer.
schreibt mich bitte einfach mal per E-Mail an oder ruft mich einfach direkt an. Die steht hier in der Werkstatt. Die können da sehr, sehr gerne abholen. Mit dem Preis wären wir uns da bestimmt auch einig. Eine der größten Neuerungen hier in dieser neuen Werkstatt, das war auch mit ein Grund, warum ich hier reingegangen bin, ist tatsächlich das, was ihr da hinter mir seht. Denn das da, was ihr dort seht, ist der Kontoholz Online-Shop. Die Rohrschraubzwingen und das Holz finde ich derzeit ausgenommen, weil das derzeit ausverkauft ist. Aber das hier sind tatsächlich alles Produkte, die im Kontoholz Online-Shop gekauft werden können. Das ist es. Da habe ich mir über viele, viele Monate und Jahre einiges zusammen, ja, als Sortiment zusammengesucht und das wird jetzt auch die nächsten Monate noch definitiv ausgebaut. Und hier eine kleine Info, wir haben nämlich ein paar neue Produkte im Online-Shop. Ich zeige es euch einmal kurz. Hier auch die Information für euch. Ihr könnt hier in dieser Werkstatt auch vorbeikommen und den Fokus auswählen. Ihr könnt hier in dieser Werkstatt auch vorbeikommen und eure Produkte abholen. Ich sage das jetzt mal unter Vorbehalt, das werde ich natürlich jetzt ein bisschen im Auge behalten. Ihr könnt vorbeikommen und könnt theoretisch eure Produkte halt eben selber abholen. Da ist jetzt auf der Webseite noch nicht richtig was eingestellt, aber ihr wisst jetzt erstmal an diesem Punkt, da muss ich mir noch ein paar Gedanken zu machen, wie ich das realisiere. Das heißt, die Leute, die aus dem Saarland kommen, ich bin jetzt euer stationärer Handel für den Zubehör, gerade fürs Drechseln. Das heißt, wenn ihr Bausätze wollt, auch ein bisschen Beratung braucht, könnt ihr vorbeikommen, ihr sucht euch die Produkte aus, wir packen das Ganze zusammen und ihr könnt es halt eben direkt mitnehmen und müsst es nicht online bestellen. Wir haben ja einige schöne Dinge auf Lager, einige Drechselbänke sollen tatsächlich langfristig natürlich auch ins Sortiment aufgenommen werden, wie so ein paar weitere Produkte. Was ist denn neu? Also, wir haben hier einmal die Einsätze für Stabkerzen, das bedeutet, wenn ihr was drechseln möchtet oder wenn ihr generell was bauen wollt, irgendwann ist ja auch wieder Weihnachten, da kann man sich damit ideal einen Weihnachtskranz zum Beispiel selbst bauen. Kann man hier die Stabkerzen reinpacken, da sind 5 Stück pro Verpackungseinheit drin, steht auch auf der Webseite. Das haben wir einmal neu im Sortiment. Dann haben wir Gummifüße für zum Beispiel Schneidebretter. Die benutze ich ganz gerne bei Projekten, wo halt eben das Möbel auf dem Boden aufstehen soll und den Boden nicht verkratzen soll. Die sind mega, mega gut. Die habe ich, ey, da musste ich echt ein bisschen suchen, bis ich so gute gefunden habe. Die haben eine Metalleinlage, ihr habt entsprechende Schrauben, die sich auch gut einschrauben lassen, weil ich habe da auch schon einige verwendet, die halt eben echt super kacke waren, um sie einzuschrauben. Wir haben gute Schrauben, ich benutze deswegen ja auch selber. Die haben wir einmal im Sortiment, dann haben wir hier noch was. Flaschenöffner-Bausätze, jetzt nicht nur rein zum Drechseln, die hier können festgeschraubt werden, schaut dafür auch auf der Webseite vorbei. Ist schön, wenn man sich daraus was selber bauen möchte. Wie gesagt, kann man das Ganze einlassen, dann kann man damit sein Bier, seine Cola, was auch immer mit öffnen, das haben wir einmal im Sortiment. Was haben wir neu? Handschuhhalter. Vielleicht wird es da eine kleine Aktion geben für alle die, die in einem bestimmten Zeitraum was bestellen, werden dann vielleicht hier so einen Handschuhhalter kostenlos dazu bekommen. Würde ich aber auch dann unten in die Videobeschreibung reinschreiben, wenn es dann eben soweit ist. Deswegen schaut in die Videobeschreibung. Wenn ihr sowieso was braucht, dann bekommt ihr hier noch einen Handschuhhalter gratis dazu. Könnt ihr eure Arbeitshandschuhe dran machen, könnten an Gürtel klipsen, damit ihr halt eben das immer bei euch habt, wenn ihr auf der Baustelle seid. Das ist ein kleines, feines Gadget. Was haben wir dann noch neu? Da war doch noch was. Ich verlinke euch ein bisschen was in der Videobeschreibung, schaut sehr, sehr gerne dort vorbei. Wie gesagt, Abholung im Saarland in Saarlouis, ist ein sehr, sehr schöner Ecken hier tatsächlich. Man kann es auch sehr, sehr gut finden, weil ich habe auch tatsächlich einen Banner bestellt, der ist ungefähr 3x2 Meter groß oder ein bisschen größer. Da sieht man dann, dass ihr richtig seid. Hier seht ihr quasi den Fulfillment-Ecken, alles rudimentär. Das Teil hier habe ich damals noch in der alten Werkstatt gebaut, hat jetzt auch hier wieder Einzug gehalten, ist ein schönes Projekt. Da kann man sehr, sehr gut drauf verpacken. Hier werden auch derzeit die Produkte verpackt. Hier sind so alle Beigaben, die in jedes Paket halt eben reinkommen, wie zum Beispiel die Sticker, die Gummibärchen, weitere Sticker, Visitenkarten kommen tatsächlich jetzt auch mittlerweile mit in die Pakete. Das lagert alles hier. Ich würde, glaube ich, gerne bald nochmal eine Werkstatttour machen, vielleicht in so 1, 2, 3 Monaten, wo ich euch dann alles mal zeige, weil zum Beispiel die Paletten hinten, die hinten gestanden haben, die kommen auch noch bald raus. Ich würde euch das gerne zeigen, wenn es alles ein bisschen mehr eingerichtet ist. Denn das hier muss auch noch definitiv abgeändert werden, denn im Zuge dessen, von diesem Werkstattumzug, werde ich nämlich auch mein Büro hier reinnehmen, damit ich alles an einem Ort habe, damit ich auch morgens mal normal in einem Büro anfangen kann zu arbeiten, wo ich dann alles an einem Ort habe. Da hätte ich ziemlich Bock drauf. Das bedeutet, das hier wird eine große Büroinsel. Hinten haben wir einen massiven Kamin, da wird vielleicht ein Holzofen hinkommen, das ist derzeit noch in der Klärung. Aber dort wird ein großer L-Schreibtisch wohl hinkommen, wo dann das komplette Setup steht. Und eine Sache, da hätte ich gerne noch ein bisschen Feedback von euch. Ich will Livestreams machen, und zwar hier aus der Werkstatt. Das soll so ein bisschen aufgegliedert werden, dass wir uns zusammen ein paar Videos anschauen, dass wir vielleicht ein paar Projekte im Vorhinein gemeinsam anschauen. Also mit Videos anschauen
meine ich halt eben, dass wir zusammen so ein paar Videos einfach von anderen Handwerker-, Heimwerker-Kanälen anschauen, wo man es einfach so ein bisschen drüber unterhalten, weil ich will halt eben auch, dass das ein bisschen Spaß macht. Dort würde ich außerdem gerne langfristig drechseln, also live drechseln. Und wenn ihr jetzt irgendwelche Vorstellungen habt, wo ihr halt eben Bock drauf habt, schreibt das bitte mal in die Kommentare rein, weil das halt eben jetzt noch ganz frisch ist. Uns halt auch nochmal separat zu diesem Kanal für euch natürlich zu betrachten ist. Also keine Panik, auf hier diesem Hauptkanal werden wohl keine Streams kommen. Das wird separat passieren. Hier werden weiterhin normale Projekte kommen. Ach, mein Zinger. Thema Raumabtrennung wird hier erstmal nicht passieren, weil ich nicht genau weiß, wie kalt es hier wird. Gerade in Kombination mit dem womöglichen Holzofen, weiß ich es einfach nur nicht. Und derzeit ist es zu viel Aufwand, hier eine Wand reinzuzimmern. Vielleicht kommt das irgendwann, aber ich habe derzeit genügend andere Baustellen, als hier eine Trennwand reinzubauen. Für euch als Info, vielleicht kommt das aber auch irgendwann nochmal. Wir drehen uns jetzt mal rum. Einmal der Metallbereich. Ich werde in Zukunft immer noch Metallarbeiten ausführen. Allerdings nicht so dermaßen viel. Also ich plane jetzt derzeit nicht brutale Metallarbeiten zu machen. Der Metallbereich hier soll wirklich gedacht sein, wenn ich einen kleinen Rahmen brauche, dass ich das wicken kann. Da ist sowieso die Schmutzentwicklung okay. Thema Funken, weil ja direkt hier nebendran im Prinzip mein Büro ist. Wir haben hier in der Mitte einen Gang, der ist ungefähr 3-4 Meter breit. Das Büro wird erstmal in den offenen Raum kommen und hier im Metallbereich will ich solche Planen einziehen, die dann fest sind, damit ich halt eben den Raum abtrennen kann, damit der Schmutz hier bleibt. Das ist erstmal jetzt der Gedanke, kann sich aber alles noch wandeln. Ich habe es jetzt erstmal hier so hingestellt, weil ich eh im Moment keine Metallarbeiten machen werde. Ein Highlight vom Metallbereich ist übrigens auch hier dieser Apothekerschrank. Und es hört weiter, und es hört immer noch nicht auf. Die Schubladen hier sind ziemlich groß, da habe ich jetzt alle Schrauben, Kleinteile und alles, was sich noch so angesammelt hat, drin. Die verschiedenen Lagermöglichkeiten hier sind sowieso so ein bisschen getrennt zu sehen. Die YouTube-Seite braucht viele verschiedene Varianten, wenn ich mir irgendwas Komisches baue. Die Lagermöglichkeit für den Online-Shop ist relativ oder sehr, sehr gut sortiert. Da kommt auch nichts Fremdes rein. Da sind einfach die ganzen Produkte vom Online-Shop drin, aber in Schränken wie diesem hier sind halt eben die ganz, ganz komischen verschiedenen Dinge drin, die sich irgendwann mal angesammelt haben und ich halt irgendwann nochmal brauche, nicht wegwerfen will. Thema Wegwerfen, ich habe übelst viel weggeworfen, also auch wirklich Maschinen teilweise weggegeben, zum Schrott gegeben, weil es alles zu viel war. Hier gilt das Gleiche, hier steht noch einiges auf Paletten rum, hier die Horizontalfräse, die wird auch mal endlich auf den Boden gestellt, da wird dann bestimmt bald ein Kollege kommen, der hat dann immer den Lader dabei, dann können wir das Teil entspannt runterheben. Die Drehbank steht derzeit auch noch auf Paletten, die wird dann auch auf den Fußboden gestellt, ganz regulär. Und tatsächlich habe ich auch die Säulenbohrmaschine aus der Schreinerei verbannt. Die steht nämlich hier, weil die Schreinerei ist dafür ein bisschen zu eng. Die ist jetzt sehr, sehr gut optimiert für Holzarbeiten. Die Standbohrmaschine braucht man nicht unbedingt für alle Holzarbeiten, deswegen steht sie jetzt hier. Muss ich auch abwarten, vielleicht kann sich das auch wieder ändern. Was ich hier realisieren will, ist, dass alles so ein bisschen smart funktioniert. Das bedeutet, Alexa macht das Licht aus, Alexa macht das Licht an. Ich habe hier nämlich eine Alexa. Alexa, stopp. Das habe ich. Bei uns zu Hause haben wir das Ganze auch schon sehr gut umgesetzt. Wir haben viele verschiedene kleine Lampen, dass wir die Festbeleuchtung gar nicht mehr benutzen müssen. Und das will ich auch hier machen, denn ich will hier einfach die Möglichkeit haben zu sagen, Alex, gut, springt nicht an, dass ich halt eben per Sprachsteuerung die einzelnen Bereiche ein- und ausschalten kann. Wenn ich zum Beispiel abends dann live streame, dass ich einmal sage, alles ausmachen, außer halt den Bereich oder einen entsprechenden Kommando gebe, dass das halt eben gut funktioniert. Wird es vielleicht auch in Zukunft ein Video geben, wie wir das hier umsetzen, damit es auch möglichst einfach ist. Weil man muss dazu sagen, das hier ist ein Mietobjekt. Wer weiß, wie lange ich hier drin bleibe. Ne? Deswegen werde ich die dann auch beim nächsten Umzug auch nochmal ausbauen. Das heißt, das wird keine permanente Lösung sein. Ich habe mich dazu entschieden, alle Holzmaschinen da reinzupacken, weil das ist dann der Dreckraum. Ausgenommen von Metallecken, der macht natürlich auch Dreck, aber der macht anderen Dreck. Das ist jetzt kein Holzstaub, der durch die ganze Werkstatt flümmelt, weil Holz mache ich sowieso mehr. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, alle Holzmaschinen dort reinzupacken, weil wenn es dort drin dreckig ist, bleibt der Dreck wenigstens dort drin, wenn man so ein bisschen darauf achtet, dass die Türe zu bleibt. Die Schreinerei ist ungefähr 100 Quadratmeter groß, also 9 mal 11 Meter ganz ungefähr. Das hier ist die originale Beleuchtung. Ist okay. Aber wenn man einmal den Vergleich hat zu dem, was gleich kommt, dann ist es schon nicht mehr so geil. Und jetzt, Achtung, boom! Ist das nicht der Unterschied? Das ist taghell hier drin. Das ist mega. Ich hole euch mal mit rein und dann machen wir die Türe auch fix mal zu.
Wir sind offiziell in der Holzwerkstatt angekommen und so das Raumklima ist jetzt wirklich schon ein gutes Stück schöner als in der alten Werkstatt, weil wir halt eben ein paar Fenster an den Seiten drin haben und alles ist sehr, sehr schön offen gestaltet. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Werkstatt ist jetzt erstmal grob eingerichtet. Alle Maschinen stehen jetzt mal in ihrem groben Platz. Da werde ich einmal kurz mit euch rund gehen. Da steht nämlich auch schon eine neue Maschine mal wieder und ich werde euch so ein paar Gedanken meinerseits dazu geben. Was ist immer so der erste Schritt, wenn wir Holz verarbeiten, wenn wir Massivholz verarbeiten? Ganz klar, die Pendelsäge. Hier kann ich das Material grob ablängen und dann sind wir auch hier schon an der Formatkreissäge. Hier kann ich das Material dann besäumen. Was kommt nach dem Besäumen? Das Abrichten. Deswegen steht die Abrichte auch wie in der alten Werkstatt wieder neben der Formatkreissäge. Es ist relativ knapp bemessen hier mit den Maschinen hier, damit man auch ein bisschen Platz in der Mitte hat, um größere Projekte zusammenfügen zu können. Deswegen stehen alle Maschinen so, wie sie halt eben stehen. Was kommt nach dem Abrichten? Das auf dicke Hobeln und das ist so ein Sonderfall. Die Hobelmaschine steht nämlich jetzt hinten als Brummer mitten im Raum. Hier steht die dicken Hobelmaschine. Die steht hier, weil ich in der Mitte im Eingang der Werkstatt so einen Bereich habe, den man, damit man halt eben Dinge zusammenfügen kann. Wie wenn ich zum Beispiel ein großes Bett baue, dann kann ich das hier in der Mitte noch ganz gut tun. Die Hobelmaschine steht hier, weil wir hier so einen räumlichen Abtrenner haben zu dem Drechselkursbereich. Werde ich gleich auch gleich einmal zeigen. Und so habe ich auch einfach noch ein bisschen Länge, was ich auf dicke hobeln kann. Deswegen steht die Hobelmaschine hier mitten im Raum. Thema Drechselkurs. Das ist ein Thema, was ich hier ein bisschen ernster angehen wollte. Deswegen habe ich sehr, sehr viel Platz für die Drechselkurse tatsächlich reserviert. Wir sehen hier einmal meine Kursmaschinen. Da stehen derzeit 3 Stück nebeneinander. Das ist auch tatsächlich die finale Anordnung. Wenn jetzt jemand meint, dass die so nicht gut stehen, dann ist das wohl wahrscheinlich eher, weil es auf dem Video nicht so rüberkommt. Wir haben sehr viel Platz zwischen den Maschinen, so damit jemand dort drechseln kann und man sogar noch dran vorbeigehen kann, theoretisch. Wir haben genügend Platz oder die Maschinen stehen so schräg, dass falls mal ein Stück Holz aus dem Futter rausfliegt, dass es halt eben nicht dem anderen Teilnehmer in den Rücken fliegt. Das ist eine Anordnung, die wird nicht so von mir, nicht nur von mir so genutzt. Die gibt es auch in anderen Kursen, wo halt eben die Bänke dann so stehen. Das bedeutet, wenn hier ein Stück Holz rausfliegt, dann ist die Maschine so gerichtet, dass es halt eben aus dem Gefahrenbereich im Prinzip rausfliegt. Erstmal das zu dem Punkt. Wir sehen hier 3 Kursmaschinen. Hier werden langfristig noch 1 oder 2 Maschinen dazukommen. Und hier auch eine kleine Info für euch, wenn ihr Bock auf einen Drechselkurs habt. Jetzt seht ihr, das ist die neue Werkstatt. Ganz, ganz wichtige Info. Natürlich werden wir jetzt nicht den Drechselkurs hier in diesem Sauladen machen. Hier wird alles entsprechend noch verbaut. Absauganlagtechnisch kommt auch noch was Neues dazu und da wird sich noch einiges tun. Das heißt, wenn du hier einen Drechselkurs buchst mit deiner Familie oder allein oder mit einem Freund, mit einer Freundin, was auch immer, dann ist hier alles entsprechend sauber und aufgeräumt. Wir stecken halt eben jetzt hier noch mitten im Umzug und jetzt muss halt alles erstmal wieder an die Wände geschraubt werden und so weiter und so fort. Aber falls du Lust auf einen Drechselkurs im Saarland hast, das hier ist alles nur für die Drechselkurse, also einige Quadratmeter nur zum Drechseln. Wir sehen hier einmal meine Vorführungsmaschine. Die steht auch schön offen im Raum. Wenn ich dann zeige, wie man einen gewissen Arbeitsschritt drechselt, dann kommen sowieso alle Kursteilnehmer zu mir. Die können sich dann hier um die Maschine versammeln. Da haben wir jetzt auch wirklich mehr als genügend Platz, damit sich jeder entsprechend hinstellen kann. Und da werde ich auch in Zukunft, wenn ich Drechselvideos mache, dann werde ich das an der Maschine, an der Stelle hier wohl halt eben machen. Wie gesagt, es kann sich alles noch ein bisschen ändern. Was sich aber nicht verändern wird, ist das hier. Ihr könnt es jetzt derzeit nur erahnen. Da hinten steht meine Hobelbank von meinem Großvater. Auf der werde ich nicht mehr arbeiten. Auf der werde ich dann in den Kursen schärfen. Denn dort hinten, dieser komplette Ecken, der ist für die Schärfmaschinen gedacht, dass halt eben jeder Kursteilnehmer sein Werkzeug selber schleifen kann. Das ist dann eine permanente Lösung, damit ich halt eben nichts mehr auf- und abbauen muss, weil das hat mich die letzten Kurse echt schon immer ziemlich viel Zeit gekostet und es hat auch einfach sehr, sehr extrem genervt. Das heißt, dort hinten kommen die Schärfmaschinen für die Kurse halt eben hin. Hier an der Seite steht noch nicht so viel. Hier soll geplant noch eine Drechselbank hinkommen. Deswegen wird hier auch nichts anderes hinkommen, außer jetzt erstmal Luft, dass halt eben dort langfristig noch eine Drechselbank hinkommen kann. Wir haben hier dann wirklich sehr, sehr viel Freiraum noch, dass wir uns auch wirklich mal in der Gruppe irgendwo vielleicht auch eine Maschine hier aus der Werkstatt ansehen können. Wir können uns, also es ist sowieso relativ locker in den ganzen Kursen, wo ich gemacht habe, wir drechseln entspannt was. Viel, viel Wissen wird halt eben vermittelt und es ist eine sehr, sehr schöne Arbeitsatmosphäre, gerade hier in diesem neuen Objekt. Thema Absaugung. Dort hinten seht ihr derzeit meine alte Absauganlage. Das hat in der alten Werkstatt auch eigentlich ganz gut funktioniert. Aber hier in diesem neuen Objekt wollte ich das Ganze einmal von Grund auf so angehen, damit die Absauganlage auch wirklich entsprechend berechnet wird und auch für die Maschinen entsprechend geeignet ist. Deswegen wird dort hinten eine größere Absauganlage hinkommen.
Ich weiß jetzt derzeit noch nicht genau, welche es sein wird, weil halt eben das noch berechnet wird, damit es halt auch eben Hand und Fuß hat. Das heißt, dort hinten der Bereich wird ja freigehalten für einen größeren Entstauber tatsächlich. Genau, wird es aber dann hoffentlich bald in einem eigenen Video. Oder wenn es soweit ist, dann wird es dazu nochmal eigene Videos geben. Hier hinten ist natürlich noch der Langbandschleifer, mit dem ich dann meine Projekte meistens auch fertig schleife oder generell so ein bisschen grob vorschleife. Und neben dem Langbandschleifer steht die neue besagte Maschine. Und zwar ist es ein Kettenstimmer geworden. Ganz schön cooles Teil. Braucht ein bisschen Liebe. Das wird dann in einem zukünftigen Video passieren. Aber hier stehen noch zwei Maschinen. Hier sehen wir einmal den Kantenschleifer und einmal die Langlochbohrmaschine, die zwangsläufig mobil sein muss, weil ich tatsächlich sonst keine Möglichkeit mehr habe, hier das Ganze aufzustellen. Der ein oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, der Philipp, du warst in der Werkstatt, die war zu klein. Jetzt bist du in der neuen Werkstatt, die ist für den eigentlichen Holzbereich nochmal zu klein. Ja, das stimmt in Anführungszeichen. Es ist ein bisschen Umgewöhnungszeit jetzt erstmal vonnöten. Aber ich sag mal, das, was halt relevant ist, und da müssen wir jetzt nicht um heißen Brei rumreden, das sind einfach die Dinge, die wichtig sind, damit ich den ganzen Kram hier auch bezahlen kann. Denn es ist schon ein gutes Stück teurer, muss man fairerweise dazu sagen, was das Teil hier im Monat kostet. Thema Drechselbänke. Langfristig würde ich, also ich muss ja sowieso in diesem Objekt erstmal hier nochmal ja, schauen, wie sehr und wie langfristig das funktioniert. Ich hoffe natürlich, dass einige nochmal in den nächsten Kursen vorbeikommen werden. Das wäre natürlich mega geil, das würde mich freuen, das macht Bock in den großen Kursen oder generell in den kleinen Kursen sind es ja eher. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, auch andere Projekte zu drechseln. Ich kann die Maschine mich jetzt hier im Boden fest verankern, damit wir auch vielleicht mal eine große Platte drechseln können oder was halt sonst noch dann eben kommen würde. Langfristig, je nachdem wie sich die Drechselkursthematik entwickelt, hätte ich tatsächlich ganz gerne, dass das irgendwann wirklich in einem eigenen Raum stattfindet, dass der eigene Raum vielleicht halb so groß wie hier dieser Raum, vielleicht so um die 50, 60 Quadratmeter, dass dort nur drin gedrechselt wird, dann noch ein Raum nur mit den Holzmaschinen. Aber das sind jetzt erstmal so ein paar Gedanken. Vielleicht ist das irgendwann möglich, wenn man sich genug anstrengt. Genau. Deswegen habe ich die Möglichkeit jetzt hier so gewählt. Also hier ein großer Teil mit Drechselbänken und der andere Teil mit den Holzmaschinen. Weil das Schöne hier an dem Staubraum ist halt auch eben, dass ich das dann ausblasen kann. Ich kann die Fenster aufmachen und so ein bisschen Holzstaub, das ist nicht schlimm, wenn der halt eben dann aus den Fenstern rausweht, damit ich hier die Werkstatt auch immer schön tipptopp sauber halten kann. Ihr müsstet eben übrigens auch die Aufnahmen gesehen haben, als wir die Lampen installiert haben. Alter, wir sind offiziell zu dumm, der Abstand zur Messe von der Lampe. Vater, wie oft haben wir die Schlüssel falsch gesetzt? Das ist gar nicht da, ja. Das ist der Firma sei Auto. Wie gesagt, nochmal hier die Informationen, die sind von der Firma Luxlight, die habe ich ein bisschen günstiger kaufen können. Das sind wirklich Top-Lampen. Also wenn ihr euch dazu entscheidet, euren Keller vielleicht frisch zu machen und halt generell Beleuchtung braucht, dann, wie gesagt, ich kann sie nur empfehlen. Will ich auch übrigens hier was gerade betonen. Ich habe extra hinten im Kursbereich, schaut euch das mal an, ich habe da richtig viel Beleuchtung reingepackt, damit niemals zu wenig Licht in den Drechselkursen ist. Das da ist eigentlich viel zu viel. Aber ich habe mir überlegt, komm, bei den Drechselkursen will ich, dass das einmal brutal hell ist. Und das wird auch so jetzt der Fall sein. Das ist extrem hell jetzt. Also Leute, ihr habt die Werkstatt gesehen. Ich bin gespannt, was die nächsten Monate und vor allen Dingen, was die nächsten Jahre sich hier drin entwickeln wird. Ehrlich gesagt hatte ich hier tatsächlich genau wieder so große Muffensausen, also Schiss, wie als ich damals in die alte Werkstatt gezogen bin. Denn ich hatte mich so ein bisschen wie vor 3 Jahren gefühlt, als ich in meine erste Werkstatt, also die erste richtige Werkstatt gezogen bin. Man setzt im Prinzip seinen ganzen Maschinenpark in eine neue Halle. Man hat höhere Kosten, man muss die höheren Kosten tragen können und das ist erstmal eine ziemliche Kopfsache, wenn man sich immer überlegt, oh, was ist denn, wenn es 3 Monate nicht läuft. Man bildet natürlich Rücklagen, aber das ist in der Selbstständigkeit so, ist scheißegal, wie viele Rücklagen man gebildet hat. Wenn es manchmal knallt oder wenn man manchmal so ein bisschen gelinkt wird und wenn manchmal etwas einfach nicht gut läuft, dann sind da einige Taler, die ganz schnell den Jordan runterlaufen. Es sieht geil aus in den Videos, aber seht es nicht als selbstverständlich, dass man das hier ganz locker reißen kann. Das ist für mich auch jeden Tag, jede Woche, jeden Monat ganz schön oft eine ziemliche Belastung, dieses komplette Teil hier. Und deswegen will ich versuchen, hier in der Werkstatt alles so aufzubauen, dass diese psychische Belastung ein bisschen runtergeht, dass man auch so ein bisschen mal den Kopf abschalten kann, denn das hat die letzten Jahre nicht so gut funktioniert. Wie gesagt, gern würde ich mich mit euch ein bisschen genauer über ein paar Themen unterhalten in den Livestreams. Deswegen schreibt mir bitte euer Feedback in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet. Die Leute, die halt eben schreiben, ist sowieso scheiße. Ihr müsst es euch ja nicht anschauen. Aber die Leute, die so ein bisschen das Ganze mitgestalten wollen, schreibt es gerne in die Kommentare. Und genau, das soll es mit der Werkstatt gewesen sein. Boah, leck ich mal.
bin gespannt, was hier noch alles drin passiert. 10 Finger haben wir bis jetzt noch. Das soll auf jeden Fall so bleiben. Leute, ihr habt's gesehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.